Jo, willkommen zu einer neuen Lektion Java von unserem TG, mit Carlos und Alex. Das Kaya, hier sehen wir dann die Lesung von dem Teil Part Interaktionen zwischen Objekt Part 1, hier ist dann den Teil 2 mit der Solution zu den zwei Methoden, die nicht müssen schreiben an der ersten Aufgabe. Voilà, wir weisen euch also direkt eine genau. Solution, ToString. Da hat das im Prinzip Standard nicht extra. Mhm. Wir gehen einen Text als Resultat. Mhm. Dann man macht direkt eine Variable res, ja. Typ String. Ja. Ja, und dann macht dann am Schluss direkt eine Return res. Ja. Dann haben wir das selbste Schema Resultat am Anfang definiert, initialisiert und dann am Schluss rennt. Ja. Ich initialisiert den direkt mit Name, Nummer vom Chef, eine kleine Pfeil, Konkatenation nicht vergessen. Ja. Plus, für was wird das ja immer gemacht? Ja. Erst, wenn Punkte wird oder wenn zerstört das. Du Anfang hast selbst. Ja. Du Anfang hast selbst. Weil. Ja. Und dann meine ich, wenn Punkte 0 oder negativ sind, ich kann das ja nicht vermeiden, wenn ich zu viele Punkte habe. Damage kriegen, dann ist es negativ, und dann schreibe ich einfach das Wort destroyed. Habe schon einen Espace, da geht es schön proper geprintet. Welche Fehler hätte ich noch können machen bei dieser Methode? Oder typischerweise ein Plus vergiss. Ja, oder was ich noch einmal gesagt habe, die Sachen wollen rausprinten. Die Menge, weil sie innen und als Beispiel gesehen sie etwas im Schirm stehen und Mengen geprintet gehen. Ganz genau, effektiv. Ja. Das tun ist eine Methode, die den Text drin. Geht nicht geprintet. Nee. Ganz vorher. Nee, geprintet geht sowieso nicht. Ja, ja, wir haben einen Text und mit dem Text machen wir irgendeine Konkatenation mit einer Information. Ja, richtig. Ja. Und dann geht es dann den. Ja. Also der Vierteil ist, ja, geht nicht geprintet. Ich kann da mal machen, was ich will. Ich kann eine Information beifügen, zum Beispiel Vierteln oder Dono. Ich kann mehr Sachen dabei machen. Ja, schon habe Status zusammen gepuzzelt. Ah, das ist auch das Wort. Meistens geht es zu String für Status, auf Französisch ein Etat. Ja. Und dann, wenn effektiv der also Schiff noch okay ist, weil da printen sich seine Punkte, mit den Punkten hier, Point auf Englisch, abgepasst, das sind 12. Und die geht aber automatisch als Text umgewandelt durch den Java-Compiler. Ja. Okay. Bon, da gehen wir hin, wir kopieren das da einmal. Oh, das ist ein Fehler. Aufpassen, das C-Battle. Das ist nicht heute der Fehler mit dem C-Battle. Nein, 21. Wir haben den Admiral hier geändert. 21. Wer das heute nicht bekannt? Ja, Pirate kennen wir. Admiral, also auch du. Ja, nennt Counter. Schenkt den ersten Symbol, den ersten Nummer, den wir nicht kennen. Und effektiv entsteht noch nicht am UML dran. Ja. Das ist an diesem Klassendiagramm, wo wir den noch nicht geschrieben. Ja, also kann das Wort nicht. Okay, Lösung aus. Ich meine den momentan als Kommentar. Ja. Ich will hier mit ToString für dich testen. Ja. Da machen wir dann so das Kompilieren. Voilà. Hopp. Top, kein Fehler. Da sehen wir dann am Main. Kann ich einfach den grünen Knöpfchen klicken. Ausfeiern. Kein Argument brauchen wir nie. Und da kriege ich halt Resultate. Der nächste schafft 9 Punkte, der zweite schafft 15. Und okay, das ist noch nicht statistisch geschieht. Ja, muss wohl das selbst ziehen. Voilà. Okay. Ja. Dann gehen wir dann einen Counter mal. Okay. Schon direkt Kommentar weg. Für was? Weil ich will den ja programmieren, da will ich auch direkt können testen, ob das richtig ist. Das ist das ist schon die Methode-Signatur. Public, Void, Encounter. Ja. Und dann Klammer auf, Klammer zu. Ein V-Gemail. Ja. Ja. Und dann machen wir dann direkt als Klammern. Voilà. Ja. Und dann hast du vielleicht die zwei Zahlen und die zwei Instruktionen. Voilà. Pas de Resultat, Hummer. Und dann ein Bateau comme Parameter. Ich schreibe mal als Parameter hin. Ja, ja. Ein Bateau. Ja, ein Bateau. Also ein Funio. Ein Schiff. Mhm. D'accord? Ja. Ja. Haben wir irgendwo ein Schiff schon definiert? Deklariert. Gebaut. Ja, wir haben zwei Objekte gebaut. Wir haben zwei Objekte gebaut. Wie haben wir dann schon vier und länger, schon ein paar Videos, haben wir Apps beigelöst? Was ist dann noch einmal Klassen? Ja, ein Objekt, den du baust, braucht einen Typ. Ein Typ ist Klasse, ne? Ja, hier haben wir eine kleine Analogie. Ja. Denn du Damage wird auch ein Parameter. Ja. Und hier hast du dann int als Typ. Den ist fast, ja. Den ist fast. Was können wir dann hier als Typ holen für ein Schiff? Na, es gibt nicht mehr eine Möglichkeit, ja. Du musst es genauso beschreiben, wie es hier oben steht. Mit einem Class, effektiv Ship. Und ja, das ist dann Class als Typ. Na, lade Parameter, kriegt den Typ. Kriegt den Typ, das ist dann ein Typ Ship. So, da wollen wir Variablen nehmen. Dann hat der Parameter nehmen. Ja. Variablen nehmen. Mhm. Immer mit P umgefahren. Ja. Das ist Konvention. Haben wir okay. Ja, was kann ich dann als Num gebrauchen? Okay, hier haben wir Damage. Wir wollen ja den Damage. Was tun wir hier? Ein Schiff, will man denken, ein anderes Schiff. Aber gehen, ich kann Other, Ship, so wieder können gebrauchen. Einfach geht es halber. P-Ship, P-Other.
Irgendetwas mit Schiff wahrscheinlich, voilà. Aufpassen. Ja, nun kann ich schon die nächsten Konfusion schaffen. Ja. Für uns Studenten haben wir zwei Variablen definiert, zwei Objekte. Variable als Pirate, Variable als Admiral, Objekt als Rakam oder Likorn. Aufpassen. Ich könnte effektiv auch hier am Encounter, mein Parameter, so nennen. Pirate. Ich meine, das ist ein schlechtes Idee. Das ist kein gutes Idee. Wir werden noch einmal gesehen, für was. Das ist kein gutes Idee. Wir haben hier etwas, was nicht kein bekannt ist. Was nicht spezifisch ist. Das muss kommen. Das egal, egal, was ich mich schaffe, hat jedenfalls ein Charakter. Oder gute Methode. Und wie ein Hecht, ist auch egal. Wie Variable Hecht, ist egal. Das ist nur ein allgemeiner Schiff. Dafür nennen wir den auch. Irgendein Schiff, Genau, Leute, die schreiben ein Schiff, wird so. Irgendein Schiff. Da ist die Konvention mit dem P. Das ist egal. P, ein Schiff geht nicht, Wir müssen das dann bei uns machen. Parameter-Schiff. Okay, was seht als Beschreibung halt, Methode to Damage, muss die auf denen zwei Schiffe machen. Ja, da das, und da das nur die zwei Zahlen, um das Beispiel eigentlich geht. Das wirklich schwer. Ist das schon. Bon, wir rufen euch eine Methode ab für den ersten Schiff, den aktuellen Objekt, den Current nennen wir das. Für die, die das kennen, was das denn ist, soll man nicht gebrauchen, ob da uns ja momentan. Kämen Kim und Leute, die das dann irgendwann in einem Tutorial gesehen haben. Das ist dann, das ist aktuellen Objekt, ein Objekt, wo es ich rufe eine Methode ab. Du. Damage. Damage. Vom aktuellen Schiff, Okay. Als Methodbeschreibung seht ihr schon aber Parameter. Das ist den Punkten 12 von der, wie viele Lokrit. Angab steht, es sind ein Zufallszahl zwischen 2 und 10. Okay, das ist die Expression. Entweder wissen oder nur gucken oder lehren. Ja, und den muss er bekannt gehen. Ja, das ist. Und random, Klammer hopp, random, Klammer hopp, Klammer zu. Und dann also einfach multipliziert max minus min plus 1. Aber durch kleine Berechnungen kommen wir auf 9. Und dann plus der Minimum 2. Aufpassen, ob Klammer an alle stimmen. Ja, durchsteht ein. Wenn es sicher einfach so ein kompiliert. Okay. Okay, lo muss ich aber für zwei Schiffe. Ja, was für Schiff, was da lo noch was du Damage zu machen? Tja, da das lo die Frau für 32.000 Euro. Ja. Das ist der Parameter. Voilà, das sind nicht Schiff, die nach du übrig hast. Den aktuellen Schiff, und hast du Damage gemacht. Ja. Am Anfang ist das dieselbe Stin. Code. Ja. Ganz einfach, weil ich auch dieselbe Stin. Damage, Kontrolle, die Jarring zu, falls du das weiter. Copy-Paste. Als Informatiker, der will selbstverständlich was Copy-Paste schaffen und dann das ändern, was die wollt. Und dann, ja. Wie haben wir das dann gleich gesehen, wenn ich will eine Methode von einem anderen Objekt abrufen? Was war da denn das Wichtigste? Ja, das war der Punktoperator. Der Punktoperator. Das ist irgendein Variable. Was ein Objekt muss sein. Was ein Objekt muss beinhalten oder ein Objekt aus. Wir hatten den Unterschied ein bisschen gesehen. Ja. Punkt und dann die Methode, die ich will. Ja. Aufpassen, nicht das tun. Großes Chip, d'accord? Nee. Das ist ein Klasse. Das geht aber nicht hier in unserem Kontext. Wir wollen den Variable, den Parameter, den ein Schiff beinhalten. Abrufen mit der Methode, do damage. Ja, und noch nicht Admiral oder Pirate reinschreiben. Das ist not work, Weil die nächste Serie, die hier noch kennt, als der P-Ship, als Parameter. Ja, das geht Fehler. Ich schon habe beim ersten Apps, und ich schon habe beim zweiten Schiff. Alke ist zwei verschiedene Werte vom Damage. Okay. Ich speichere und ich kompiliere, ob ich nicht falsch getippt habe. Und müssen wir nur ein starten. Ja. Dann müsst prinzipiell, wenn ich heute C-Battle drum holen, Werte, gerne gehen, am Schluss muss ein etwas anderes kommen. Starten wir mal. Und da sehen wir 9 Punkte, Worsting Punkte, nur der Encounter, 4 Punkte und 12. Von den 5 Lebenspunkten verloren, den anderen hat er immer 6, okay. Genau. Okay. Das ist von der Stadt Pohrmann, war ein bisschen Glück, als vielleicht ihn zerstört. Oh, ein bisschen Glück. Was ist da gekommen? Ah, voilà, zerstört. Der ist den heute, okay, das zerstört. Ist okay. Der hat mindestens 9 Punkte Leben erwischt. Voilà. Das war die Solution. Das ist die Änderung am Funk von unserem Spiel. Komm, wir gucken ein bisschen mehr im Detail. Du könnt das tun. Muss man unbedingt ein bisschen mehr klar deutlich. Und noch die heutige Geschichte. Die ist die Objektspielerei.
Da ja. muss man mal ein bisschen zeichnen. Ein bisschen grafisch, ein bisschen durchstellen. Dann gibt es Verschiedenes hoffentlich. Vielleicht nicht klar. Geht das dort durchprobieren, irgendwie rausfinden und dann nicht wirklich wissen, was er macht. Fängt man dann hier an mit dem ersten. Kleine Zeichnung, kleine Programmchen. Und wir fangen nun ein bisschen zu malen. Wir wollen dann als Anfang Objekte malen. D'accord? Ja. Ist der Code. Muss ich mal irgendwie für den Erden behalten. Mein Nummer, das sind schon zwei Variablen hier. Behalten das Wert. Okay, voilà. D'accord, das ist das. Das sind zwei Variablen. D'accord. Das ist das, was ich dann hier malen. Konventionell malen wir immer die Variablen so mit einem kleinen Rasch-Deck. Voilà. Das ist eine zweite Variable. Ich meine direkt die hier daneben. Das sind zwei Variablen. Und die noch ein Nummer. Voilà. Ich muss auch eine Variable definieren. Wir schreiben dann die erste Nummer aus Pirate. Mhm. Das ist die Nummer von der Variable. Der Typ aus Ship. Wir gesehen. Zweite Variable aus Admiral. Voilà. Tipptopp. Das waren dann die ersten Zeilen, die wir hier geschrieben haben. Just Variablen deklariert. So initialisieren wir. Und dann hat den speziellen New Ship. Rackham Commanding. Wir bauen hier ein Objekt. Wir bauen ein Objekt. Wir haben eine Variable. Wir haben eine Variable definiert. Und deklariert. Nicht geschieht. Ich muss dann heute den New Ship, Rackham und New Ship Likon bauen. Okay, dann machen wir dann noch. Hier sind wir grafisch. Ich mache den rum mit einem Rasch-Deck. Das meinst du nicht ganz groß zu sehen. Voilà. Ja, gut, meine Damen und Herren, ich noch 5 Lever. Wenn das wird Objekt von der Rest zu trennen. Voilà. Also, groß genug. Wir haben noch zwei Objekte, dann machen wir die zwei direkt gleich parallel. Mhm. Das wird unzudeuten. Ja. Wer das spannend dran? Das sehen wir ja, das ist die Attribute, die wir aufweisen. Methoden brauchen wir nicht, wir wollen aber hauptsächlich. Aber sehr reelle Wert. Ja. Sehr reelle Wert von dem von Attribut. Von null Wert. Wer den noch möchte bei den Objekten, ist immer hier ein erstes Jahr dabei, der sogenannte Num. Mhm. Oppassen, der Num ist nicht, wie wir heute gesehen Rackham oder Likorn. Das ist der Inhalt von der Variable, vom Attribut Name. D'accord? Ja. Der Num, tun wir ja schon gleich ein bisschen angedeutet, das war die Geschichte mit den A-Nullen. D'accord? A, ups, beim Freehand. Das ist die komplizierte Sachen, die wir gesehen hatten. D'accord? Das ist der richtige Num. Mhm. Den tun wir uns mal schön. Das war die A. 8A007. Das ist der Nummer vom Objekt. Das war das, was den Two-String als angewiesen hat. Dem, was ganz hier. Irgendein Code. Der Code. Dummer, da kann ihn leider nicht aufhängen. D'accord? Wir bauen dran, um Attribute. Aber da wollen nicht die wie Variablen. Das ist ein Kost. Ein Kost. Dann machen wir da drüber mit proper. An den zweiten Kost für den Num und den Life Points. Wir nehmen zwei Attribute und dann muss man hier einen realen Wert. Wir haben einen Num. Voilà. Den hat dann. Ich gucke, dass ich da genug Platz habe. Ups. Nicht so evident mit dem Programm. Das ist der Name. Der Name. Das ist der Num vom Attribut und Life Points. Life. Life Points. Voilà. Methode willst du nicht machen? Nein, die brauchen wir meistens nicht an einem Objekt. Die gehören dazu. Die gehören dazu. Die stehen ja am Objekt dran. Nun muss man just den Inhalt von den zwei Attributen malen. Da schreiben wir ein bisschen da hin. Was haben wir kleine Blumen? Muss man unbedingt den Code darum gucken. Ich kann das auswendig. Das ist nicht richtig. Rackham mit 9 Punkten und Likon mit 16. Das ist. 9, 10 Punkte. Nun muss ich etwas machen, was leider technisch. Wahrscheinlich von Puristen gesagt, das ist nicht richtig. Mehr als einfach geht es. Das ist eine Modellisation. Wir machen da was. Ich nenne es den Rackham. Rack. Wie habe ich den geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Mit dem H. Rackham Le Rouge. Und dem Rackham Antlikon. Voilà. Voilà. Uff, das sind alles zwei Objekte. Die sind so gemacht, die sind so. Man New gemacht. Aufgepasst, hier steht aber noch etwas wichtig. Der stehende Objekt, der gemacht wird, der geht an die Pirate-Variable drauf gemacht. Der Objekt Likorn, der geht an den
Variable Admiral dran gemacht. Mhm. Das, dann muss ich die auch irgendwie an der Variable dran kriegen. Ja. Wie hier, der Life Point, der Wert ist so Bannen dran, an der Variable dran. Ja. Wir haben natürlich das drin gemacht. Okay, wir haben das ein bisschen vereinfacht. Der Wert muss dran kommen. Das, ich muss diesen Objekt irgendwie da dran kriegen. Mhm. Voilà. Das, wie kriege ich den da dran? Das ist da. Ja, du kannst ja aber nicht wirklich so ein Schiff an die kleinen Köste dran bringen. Ja, der ist auch ein bisschen größer, die geringen Köste. Nee, effektiv. Die passen nicht dran. Das ist dann das Problem. Hm? Das ist nicht wie beim Lifepoint, wo ich den Wert effektiv an der Variable dran mache. Hier haben wir etwas Neues, wenn das nicht geht, das, den Objekt kann ich nicht da dran machen, effektiv. Nee. Mit Variable würde so irgendein Link, ja, ein Lien auf Französisch von ja hier. Nur da. Nur die weißt du, glaub, ja. Wir machen das auch meistens immer den Pfeil für uns zu deuten. Die Variable weist darüber hin. Ja. Das ist den Objekt ist nicht an der Variable dran. D'accord? Aber er weist einfach darüber hin. Ja. Selbst hier, den Admiral beinhaltet nicht den Schiff da. D'accord? Aber er weist darüber hin. Ja. Das ist ein Lien. Wir nennen das auch eine Referenz, ob er schon auf Französisch. Das ist auch mit klar, dass nicht direkt den einen beinhaltet. Ja. Das ist die riesige Unterschied par rapport zu den Normalwerten wie Ning. Ja, weil die liefen direkt an der Klänge rechte, voilà. Klänge rechte. Ja. Für ganz da kurz zwischen Klammern, der String als auch ein Objekt, den er sagt an der Tran, mit das auch ein Lien. Ja, mit, nur mal ein bisschen vereinfacht. Vereinfacht, ja. Das bringt halt bring zu weit. Mhm. D'accord. Okay. Okay. Wir haben das erste festgehalten, das ist Variablen, die weisen ob den Objekt zu, die beinhalten die nicht. Was tun wir hier? Das ist die heutigen Dela haben wir gemacht. D'accord? Das sind zwei Zeilen, sind nur beschrieben mit zwei Variablen, die auf zwei Objekten jeweils weisen. Was ist aber nur wichtig ist, aus den heutigen Deal. The Pirate.Encounter Admiral. Das ist der Inhalt von Pirat, das ist ein Objekt, den wir so mit einem Attribut Name gedeft haben, wird nur ein, sozusagen, beginnt nur den Objekt, den am Admiral dran ist. Ja. Noch der, wie ich das gesagt habe, den am Admiral dran ist. Das ist zwar nicht richtig, was wir hier gesagt haben, aber Jitfri versteht dann auch richtig. Ja. Den Objekt, den durch den Variable Admiral gewiesen wird. Ja, wir können aber ruhig sagen, den am Admiral dran steht. Jitfri versteht, was du meinst. Am Kap musst du irgendwie Vorstellungen haben von der Zeichnung, die wir gerade gemacht haben. Das hilft nämlich enorm für Sachen, die noch kommen. Ja? Voilà, zum Beispiel ein Lo. Ich will den Encounter irgendwie hier beschreiben. Es sind an dem Objekt, schon den Jorakam gelesen, den von Pirate dahinter kommt. Das ist der Mensch, hier Punkt, du Encounter. Das ist nicht spät. Ja. Encounter. Klammer ab. Klammer zu. Wir gehen ein Kehr. Für das hier vierter Punkt, aber das ist den Objekt. Ja. D'accord? Ich schreibe nicht Pirate, weil ich will den heutigen Objekt. Ich will nicht unbedingt mit Pirate etwas zu tun. Das kann ich, mir will just tun, dass den Objekt. Die müssen auch Banden dran sein. D'accord? Erinnert ihr euch, die Köste bestehen immer aus zwei Sektionen. Ja. Da müsst ihr heute den heutigen dran stehen. Ja. D'accord? Ich wollte den nicht, das geht nicht ganz übersichtlich. Ich meine lieber so. Ja. Okay, wir gucken uns den Counter noch ein paar Jahre. Dann gehen wir beim Schiff zurück. Wir sind ja am Schiff, an unserem Schiff. Wie gesagt, aus. Kein Resultat, okay, mehr nur der Parameter vom Typ Ship. Ship. Ein Parameter, wo man ja gesagt hat, das ist nicht ein Attribut, das ist ein Variable. Ein Variable muss man mit einer Küste. Ja. Und dann machen wir heute selber. Das ist ein kleines Rechteck. Ein kleines Rechteck. Für zu sagen, wir haben hier Parameter. Ja. Sind wir doch genommen. Ja. Gib mal zurück, wir sind nicht sicher, wie den immer genannt haben. P-Ship. Okay. Das ist der Num von der Variable heu. P. Ups. Ups. Pardon. Also, wenn man in der Seher geht, das ist dann der P-Ship. Das ist der Num von dem Parameter. Wenn ich heute dann noch mein Code genau angucke bei C-Battle, da steht da Admiral. Ja, das ist der Objekt. Das ist der Objekt, den ich da will. Am Anfang den Objekt hier, wir schon hier ein kleines Schiff auf, sind das eine. Das ist ein Objekt, den durch den Inhalt von Pirate angewiesen wird, den muss irgendwie hier an dem Parameter drankommen. Und wo könnte denn hier? Da haben wir ja schon gemalt. Wir sind schon da, das ist der geringe Deal.
Tischt, ich kopiere den ja nicht dran, wie gesagt, war ja gut nicht den Objektband dran. Nein, man kopiert nichts. Tischt, den muss ab der richtigen Objekt weisen. Ja. Tischt den Parameter pship weist, ob den Objekt den wir hier haben. Ja, wo die Variable Admiral ist und das beim Abruf, was voilà. Das ist die Idee, wo der Fall geht. Ne? Ganz genau. Das, voilà. Das ist der Trick. Der Test, wenn ich dann noch weiter mache, der ist der Encounter, der führt ja weiter. Die Methode wird ja abgerufen. Mhm. Ich mal gucken, was geschieht an der Methode. Ja. Da haben wir dann halt zwei Abrufe und zwei Methoden. Das ist, dass wir raschen hier einen 12 durch Zufall, weil wir irgendwas haben, und dann trifft ein Do-Damage. Ja. Okay, ja, den nächsten Do-Damage, den habe ich auch, ich meine das so, ich meine das einfach so, das ist der nächste Do-Damage, also bei dem heutigen Objekt, das ist der lokalen Objekt. Ja. Das ist der heutigen Methode, Do-Damage. Den Damage wird dann auch ein Parameter, den wir noch kontrollieren, den haben wir dann int p-Damage, das ist ein Parameter, das ist ein kleiner Kost. Das ist mir besser erwischt. Ja. Wollen wir den Kost? Ich muss auch immer aufpassen, dass ich das richtig mache. Ein Kost. Voilà. Machen wir mal den Num. Wir haben den P-Damage genannt. P-Damage. Damit. P-Damage. Dann müssen wir irgendeinen Wert, den dann durch den Matrandum entsteht. Ja, zum Beispiel 5. Ah, das hier schreibst du so direkt an Köst. Den Ding schreibe ich direkt an Köst. Ja, 5 so. Okay. Ding, also okay, passt noch dran. Passt noch dran. Mhm. Ja, das ist ein Int, das könnte ich 2 Milliarden gut. Ja. 5. Das ist das dann der Wert, den an der Variable dran steht. Mhm. Vergleichbar kurz zum Encounter, ganz genau. Nina ist eine Referenz, ein weiser Benutzer, an der schon halt direkt 5 dran. Gesieht ihr den fundamentalen Unterschied zwischen einem primitiven Typ und einem Objects-Typ, wo man eine Art Verlinkung haben, und dann schreibt man Wert dran. Ja, und dann, boah, der Ding geht dann verraschend, und ich gehe dann ein 5 dran. Ja. 4. Wenn ich noch mehr rechnen kann. Ding minus 5 geht 4. Geht 4, geht. Oh, ja. Okay. Voilà, tipptopp. Überschrift. Ah, da sind wir mit der Methode fertig, da gucken wir, was dann du noch könnt. Ah, da könnt pship.damage rumwert. Den wird auch das hier ja 6 Punkte kriegt. Boah, muss aber aufpassen mit dem pship.damage. Ja, so geht das. Voilà. Ja, ich muss da wirklich gut aufpassen. Weil wir haben heute dann nur eine Methode, denn Do-Damage muss auf dem Objekt geschehen. Mhm. D'accord? Ja. Wir haben ja P-Ship, der Parameter, den hast du hin. Das ist das schwer, für das hin proper zu malen. Ja, mit dem Konstruktor. Ich muss dann hin. Mit dem Konstruktor. Das ist dann der Punkt Do-Damage. D'accord? Das ist ein visuell Hölf. Wenn das dann noch wirklich geht, gesagt, das ist sowieso nicht das. Selber die vier Drohnen, wir haben einen Parameter, einen Kost, voilà, und dann noch ein Num, voilà, den ist selber, das ist immer P-Damage. Ja. Und die kriegt aber das hier, ja, hat man so den anderen Wert, ja. Das hier 6. Okay. Voilà. Selber, es geschieht einmal Life Points, wo ist denn minus 6 geht? 12, weg, dann 12 dran. D'accord? Ja. Okay. Aber wenn den da fertig ist, dann hast du meinen Encounter fertig und dann hast du meinen Code da geschickt. Das ist wie man gesehen, dann wird den heutigen Objekt effektiv geändert. Den ersten und den zweiten sich geändert. Ja, wie dass du P-Ship drauf weißt und dann du Damage auf dem ersten Fall. Das ist, wenn man sich das so grafisch durchstellt, kann ihn dann heute so besser verstehen. Ich denke, kann helfen, ja. Wir hoffen mal, ja, dass er dort weiterhilft. Ich meine, just eine kleine Änderung vom Code, für genau zu weisen, dass effektiv das mischt, was man so hat. Mhm. Ich gehe einfach hin und ich meine, hier etwas am Do-Damage. Ich meine, ich printe effektiv etwas. Ja. System-out.println. Ich will nicht wirklich aufweisen. Ich will hier den Num vom Schöffel printen. Mhm. D'accord? Ah, die gerade attackiert. Genau. Mhm. Den Loot beschädigt und kriegt receives Doppelpunkt so viel Damage. Wie das noch gesehen, geht effektiv den zweiten Schiff
überhaupt abgerufen, die Methode. Ja, wo schaffen wir gerade? Wie ihr nein gemerkt, okay, das ist so, wie ich gedacht. Ich meine doch auch beim Encounter, dass das doch klar ist. Zahlrecht. Das ist zwar ein anderer Angriff nicht gefroht. Nein. Das ist ein Debugging-System. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wohin drin ist, immer in der Besatzung. Zahlwürst, ja. Name plus Encounters. Wen encounteriert war? Der pship.getName. Ja. D'accord? Ich kann dann den Namen vom anderen Ship sichern, für den heute zu printen. Ja, wenn man hier wohl verstanden, der Name bezieht sich auf den. Ah, das ist der Lokal. Ja. Mhm. Weiß schon, kompilieren und da sehen wir direkt, ob da doch das geht, was ich meine. Fängt mal an. Der nächste Schiff wird 9 Punkte, der zweite Wursting. Der Rakam Encounters Likorn. Wir werden das sind die Objekte, die hier drauf waren. Rakam geht 2 Punkte, Beschädigung Likorn 3. Und dann möchten wir dann den Status und Status. Status, neue Status. Okay, cool. Und da sehen wir Rakam aus den heute geprint, gehen dann den Dohen. Und auf der Likorn aus den auch reingeprint. Und das ist das, was wir heute dann gemalt haben. Den nächsten Damage und den zweiten Damage von den zwei Objekten. Ja, ich hoffe, dass die Sache lohnt, ich mich klar ist. Und ich sage, merci für die Nullerstrahlen.